ein Aufruf, 10 Aufrufe, 100.000, 10.000, 100.000, 1 Million Aufrufe. Wie kriege ich auf Social Media Reichweite, aber was sind vor allem die wichtigsten Tools, die ich dafür nutzen sollte? Genau darum geht es heute. Ich werde dir zeigen oder erklären, welche Tools wir nutzen, um Social Media nach oben zu pushen, um Reichweite zu kriegen, um richtig berühmt zu werden durch Viralität. Ja, also, jetzt könnte man erstmal sagen, warum soll ich das überhaupt machen? Eine Grundsatzfrage, wofür brauche ich den Driss? Weil ich könnte ja sagen, was habe ich von Reichweite? Erstmal hast du von Reichweite natürlich nichts, weil Reichweite muss qualitative Reichweite sein. Jetzt sagt der eine oder andere von euch vielleicht, hä? Ja, weil, ganz ehrlich, ich könnte jetzt jeden Tag von mir Bikini-Fotos posten. Ja, wirklich so, wie ich es gerade sage. Bikini-Fotos von Felix, jeden Tag auf Social Media. Ich glaube, ich hätte innerhalb kürzester Zeit mehr Reichweite, als ich sie jetzt aktuell habe, weil natürlich entweder die Leute sagen würden, wow, wie sexy ist er im Bikini, oder weil die Leute sagen würden, Alter, wieso zeigt sich so ein alter Mann im Bikini, kann er bitte aufhören damit? Ja? Also ganz wichtig, dass du immer darauf achtest, dass wir über eine qualitative Reichweite, nicht der Reichweite, sondern qualitative Reichweite. Reichweite an sich ist ein quantitativer Faktor, ja, ohne dass wir jetzt hier in eine Vorlesung gehen. Aber ganz, ganz wichtig, also nicht alles machen nur um der Reichweite, weil dann kannst du auch einfach als Nackidei durch Videos laufen. Und ich möchte dir gerne ein paar Videos oder ein paar, Tools vorstellen, die uns dabei helfen, genau diese Reichweite zu erzeugen. Wir haben regelmäßig auf YouTube oder Insta Reels, Inhalte, die über 1 Million Aufrufe generieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn du mal überlegst, was kannst du da tun, was kannst du machen, um genau das sozusagen zu schaffen, dann ist das hier dein Video oder deine Podcast-Folge, wie auch immer. Ja? Übrigens, kleiner Tipp, welches Thema für euch immer mal relevant sein sollte oder was ihr immer selber spannend findet, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wir greifen immer die Themen von euch auf. Es soll ja euer Content sein. Also, wir fangen mal mit dem ersten Tool an, mit Submagic. Submagic ist für mich das Tool, wenn es darum geht, Reels und Videocontent zu erstellen. Wenn ich überlege, wie viel Arbeit wir früher damit hatten oder wie viele einzelne Tools wir quasi genutzt haben. Also wir haben dann mit manchen Tools den Untertitel gemacht, mit einem anderen Tool haben wir Hintergrundvideos integriert, mit wieder einem anderen Tool haben wir Musik integriert, mit wieder einem anderen Tool haben wir das oder das oder das gemacht. Bei Submagic hast du den Vorteil, dass du Videocontent, Reels richtig simpel, schnell produzieren kannst. Wie funktioniert das? Du nimmst ein Video, du lädst dieses Video sozusagen hoch, du kannst es croppen, also zurechtschneiden, du kannst dir automatisch von Submagic quasi die Untertitel generieren lassen, du kannst automatisch quasi Animationen einbauen lassen, du kannst automatisch Lücken wegschnibbeln lassen, du kannst automatisch weitere Hintergrundvideos integrieren lassen, also super, super viel. Und Submagic kann dir sogar die Caption als auch die relevanten Hashtags vorstellen oder vorschlagen. Das heißt, am Ende lädst du das ganze Ding nur noch runter, dann nutzt du das ultimative Tool, zu dem wir gleich kommen, knallst den Content da rein, that's it. Also super einfach, um gerade Reels für Insta, für YouTube, für TikTok, was auch immer, super schnell und einfach zu produzieren. Es ist sehr, sehr einfach, dort mitzuarbeiten und auch geile, schön aussehende Untertitel zu machen. Das zweite Tool, was ich dir gerne vorstellen möchte an der Stelle, ist TubeBuddy. TubeBuddy ist so mein YouTube-Hero. Weißt du, bei YouTube ist das große Problem, dass viele Leute Videos produzieren für die Tonne. Das heißt, es werden Videos produziert, im Endeffekt, die sich eigentlich keiner anschaut. Warum? Du hast ja, wenn du das mal so betrachtest, 2 Zielgruppen. Du hast zum einen die Zielgruppe deiner organischen Follower. Also die Leute, die mir jetzt auf YouTube folgen, die meinen Podcast hören oder was auch immer. Leute, die ein gewisses Engagement mit mir und meinem Content sozusagen schon haben. So, das ist die eine Gruppe, die du hast. Die sehen, wenn du neuen Content veröffentlichst. Wenn der Content einen geilen Titel trägt und spannend sich anhört, dann werden sie sich diesen Content anschauen und werden dann hoffentlich diesen Content quasi gut bewerten, kommentieren und so weiter und so weiter. Das ist die eine Gruppe. Du hast aber eine zweite, nach hinten raus wesentlich relevantere Gruppe, weil wenn deine Community deinen Inhalt quasi gesehen hat,
dann hat deine Community deinen Inhalt gesehen. Und die meisten gucken sich das nicht nochmal an. Du wirst dir wahrscheinlich diese Podcast-Folge oder dieses Video nicht nochmal anschauen oder nochmal anhören. Also außer du findest mich halt total toll. Dann, ne, und wartest immer noch auf die Bikini-Bilder, die wir heimlich einblenden. Aber darum hast du eine zweite Zielgruppe. Und diese zweite Zielgruppe, die du hast, sind die Leute, die explizit nach Content suchen. Die also vielleicht dich und das, was du machst, überhaupt nicht kennen, sondern die eine Lösung für ihr konkretes Problem brauchen. Also jemand, der jetzt zum Beispiel eingegeben hat, Social Media Tools, und der dann auf dieses Video gelangt oder zu diesem Video kommt und sich dieses Video aufgrund des Inhalts anschaut, nicht aufgrund des Inhaltsgebers. Ja? Und TubeBuddy hilft dir halt dabei, unter anderem rauszufinden, nach was solche Leute suchen. Also was ist Content, der auf YouTube gesucht wird, und was ist gleichzeitig Content, zu dem es vielleicht noch nicht so viele Inhalte gibt. Und diese zwei Faktoren werden in Relation zueinander gesetzt. Also Inhalt, der noch nicht so stark gesucht wird, oder die Suchhäufigkeit im Verhältnis zum Wettbewerb. Und die beiden Sachen werden kombiniert und dann kommt ein Score daraus und dann siehst du relativ schnell, macht es Sinn, ein Video zu machen zu einem Thema, wo es schon ganz viele Videos zu gibt und was kein Mensch sucht, oder macht es mehr Sinn, ein Video zu machen zu einem Thema, was ganz viele Leute suchen, wo es aber noch nicht so viele Videos zu gibt. Also, das ist TubeBuddy. Da kannst du eine Keyword-Recherche machen. Du kannst aber auch deine Wettbewerber analysieren. Du kannst auch hingehen und dir anzeigen lassen, welches Video wie optimiert wurde oder was du noch tun oder machen musst, um dein Video weiter zu optimieren. Auch das kannst du dir alles anzeigen lassen. Sehr, sehr geil. Nun kommen wir zum Highlight. Weil ich habe eine Erfahrung gemacht, die meisten Leute tun sich beim Posten von Content extrem schwer, beziehungsweise verschwenden extrem viel Zeit. Die hängen an ihrem Handy und sind stundenlang mit dem Veröffentlichen von Inhalten beschäftigt und haben nach hinten raus auch überhaupt keine Informationen, wie dieser Content noch besser gemacht werden kann. Und hier kommen wir, nennen es mal, zum Schweizer Taschenmesser. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes, dann kommst du direkt da drauf. Metricool. Metricool, der Name passt total, ist quasi unsere Meta-Social-Media-Wunderwaffe. Weil, was kann ich mit Metricool machen? Ich kann mit Metricool super easy auf allen relevanten Plattformen posten. Kann also wirklich hingehen und sagen, hier dieses Reel bitte auf TikTok, YouTube und Instagram veröffentlichen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Man kann also verschiedene Kanäle dort auswählen, hat ein super easy, einfaches User-Interface. Das ist immer ganz wichtig. Viele Leute sind so, oh, ich habe mit technischen Sachen nicht so viel zu tun und dann darf es nicht so kompliziert sein. Ich habe hier eine Nutzeroberfläche, die wirklich jeder versteht. Also auch wenn du sagst, hör mal, Technik hat bei mir beim Gameboy aufgehört, dann kannst du hier super easy crossmediale Planungen durchführen. Du kannst dir aber auch anzeigen lassen, welche Inhalte haben nachher funktioniert, welche Inhalte haben geklappt, welche Inhalte wurden wie, wo oft aufgerufen. Ja, also das heißt, du hast auch ein eigenes Analyse-Dashboard, um hier super viele Informationen über deine Zuschauer zu bekommen. Du kannst das Ganze mit einem Kalender betreiben, kannst die Dinge einplanen, verschieben und so weiter. Also gerade die Einfachheit in Kombi mit den Möglichkeiten hat mich hier umgehauen. Weil oft hast du was, dann sind Tools einfach, können aber nichts oder sind super kompliziert, sind dafür aber nicht einfach. Ja, also ich hoffe, du verstehst das so ein bisschen. So diese Kombi, also Metricool unbedingt angucken. Ein kleines Mini-Highlight noch am Ende, was ich total super finde bei Metricool. Du kannst dir anzeigen lassen, wann deine Community am meisten engaged, wann die am meisten quasi online ist, und kannst auf Basis dessen rausfinden, wann es am sinnvollsten ist, deinen Content zu posten. Super cooles Feature, was direkt für mehr Reichweite sorgt. Ein weiteres Tool, was ich sehr, sehr cool finde, ist Answer the Public. Hast du vielleicht auch schon mal gesucht oder schon mal von gehört. Answer the Public ist im Endeffekt eine Mischung aus einer Keyword-Recherche und einer Ideenfindung für dein Content-Marketing oder auch für deine Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn du nach den Themen suchst, die für Leute relevant sind, was Leute suchen, womit die sich auseinandersetzen, was Themen sind, kannst du dort ein Thema und ein Produkt eingeben und kriegst dann über 100 Fragen angezeigt, inklusive Suchvolumina, wie die Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wenn du eine Waschmaschine eingibst, dann kriegst du angezeigt, welche Fragen suchen die Leute im Kontext auf Waschmaschine. Welche Themen sind denen bezogen auf Waschmaschine wichtig? Und kannst dann für dein Hauptthema sozusagen ganz, ganz viele Unterthemen bauen. Also auch wenn du zum Beispiel YouTube machst oder sonst was, kannst du dein Thema da eingeben und kriegst dann sozusagen die Fragestellungen, die wiederum dann mit deinen Videos beantwortet werden können. Also auch super geil, um diese Dinge sozusagen zu machen. Und als letztes
Hast du vielleicht schon mal von gehört? BuzzSumo. Buzz, BuzzSumo. BuzzSumo hilft dir dabei, Trendthemen zu finden. Also, wo gibt es gerade Trendthemen? Und du kannst auch gleichzeitig Inhalte, die jetzt gerade gepostet zum Beispiel werden, live analysieren. Weil es geht ja immer darum, auch den richtigen Content zu finden und nicht einfach nur was zu posten und zu veröffentlichen, weil du es für sinnvoll hältst, sondern weil es genau das ist, was deine Community haben will. Also hier gibt es auch sogenannte Trendvorhersagen, dass du deine Themen noch besser ableiten kannst. Also 5 Tools sind noch nicht ganz fertig, die super, super hilfreich sind. Und schau dir unbedingt mal Metricool an, haben wir bei uns super im Einsatz. Wirklich Herzensempfehlung, nutzen wir und macht absolut Sinn. Also, wenn du dein Social Media nach vorne pushen willst, wenn du dein Social Media erfolgreicher machen willst, dann geht es darum, dass du Tools hast, die ausreichend viele Funktionen haben, auf der anderen Seite aber auch so bedienbar sind, dass du sie checkst. Ich habe auch viele Tools schon im Einsatz gehabt, die konnten ganz, ganz viel und ich habe mich verloren in den Untiefen der Bedienbarkeit und habe 1000 Jahre nach irgendwelchen Sachen gesucht und hatte keine Ahnung, wie das Ganze sozusagen funktioniert. Also, schau dir die Tools unbedingt an, probier die Tools unbedingt aus, weil ich garantiere dir, dass du so einfach die besten Themen findest, die Themen einfach aufbereiten kannst mit Submagic, super einplanst, super analysieren kannst und genau weißt, wann deine Community online ist mit Metricool und ich bin mir sicher, dass dein Social Media dann richtig durch die Decke knallt. Kommentier doch gerne mal, welche Themen für dich noch spannend werden oder schreib uns eine Nachricht an hallo@felix.team. Wozu hättest du gerne mal ein Video? Welche Themen findest du cool? Worauf hast du Bock? Und für alle, die den Podcast hören, ich freue mich über jeden von euch, der so lieb ist und hier eine Bewertung abgibt. Ich weiß, es ist immer ein bisschen kleines bisschen Arbeit, aber wir machen ja auch immer viel Arbeit. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen. Was ist denn mit dir los? Ich bin echt traurig. Gar keiner klickt auf Kanal abonnieren. Wir machen uns voll viel Mühe und voll viel Arbeit und keiner klickt da drauf.